Okay, die erzählen uns nichts Neues. Und hier geht's auch nach oben. Hey, super. Dann gucken wir mal, was wir hier haben noch. Ruh. I'm a pirate. Ich mag betrunken sein, aber das bedeutet nicht, dass ich ein Trunkenbold bin. Das bin ich nämlich nicht. Ja, ein wenig vielleicht. Aber ich bin auch mutig. Ich werde den großen Damm schließen und so die ganze Stadt retten. Ich werde ein Held sein. Den werde ich es zeigen. Ich werde es allen zeigen. Ich brauche nur noch einen Schluck, um meinen Mut zu stärken. Wein! Ich brauche mehr Wein! Das sagt ihr schon seit 3 Tagen, Ru. Der Minister Xing sucht schon längst jemand Neues, um den Damm zu schließen. Und ihr steht da wie ein Trottel nach all eurer Prahlerei. Okay, also das ist einfach hier nur so ein Saufkopf, würde ich sagen. Ich mag betrunken sein. Ich werde. Okay, hatten wir schon. Jan Wan. Ach, das ist diese Bedienung hier. Verstehe. Ich schwöre, wenn sich noch einer beschwert, wie lange das mit seiner Bestellung dauert, kündige ich. Was ist das für eine Zicke? Seemann. Seht nur, wie uns die Bewohner hier anstarren. Es ist doch nicht unsere Schuld, dass wir hier festsitzen. Diese Servierdame ist ein hübsches Ding, nicht wahr? Leider mag sie keine Seemänner. Dieser Typ leidet an Geschmacksverirrung. Ein Gast. Gast, Gast. Ich glaube, wir können uns sparen mit diesen. Ach du Scheiße, was steht denn da hinten? Mit diesen Statisten hier zu sprechen. Yauru. Ihr verzeiht, mir ist angesichts meiner derzeitigen Mutlosigkeit gerade nicht nach Gesellschaft zumute. Wer seid ihr? Mein Name ist Yaru, wenngleich mich einige Einheimische unpassenderweise als Yaru den Seemann bezeichnen. Ihr müsst wissen, ich neige zur Seekrankheit und verabscheue daher das Wasser. Dennoch erdulde ich ihre verbalen Pfeile und Schlingen fast ohne jede Beschwerde. Sind sie doch nur ein Unglück mehr auf jenem großen Haufen, der mich in Elend begräbt. Ich verstehe, das ist also ein Philosoph. Was ist denn los, Wettermann? Ich bin in jenem Abschnitt meines Lebens, in dem mich nach Begleitung dürstet. Nach einem Weib in Intellekt und Kultiviertheit mir vergleichbar, wenngleich leicht unterlegen. Doch leider finden sich in dieser Stadt nur dürftige Gelegenheiten für eine passende Partie. Näherinnen, Schankmädchen, Bäuerinnen. Da könnte ich auch die Metzen heiraten, die in den Straßen sich feilbieten. Mein Gott, ey, der Typ ist, der geht mir jetzt schon offen. Ich habe gerade diverse Wörter im Kopf, die ich aber nicht aussprechen möchte. Naja, ist das Video, wird das mit FSK 18 gekennzeichnet. Vielleicht sind einfach eure Ansprüche zu hoch, Wettermann. Oder die Ansprüche aller anderen sind vielleicht zu niedrig. Ich werde mich nicht mit einer Bequemlichkeitsheirat abgeben, wenn mir doch so viel mehr zusteht. Ich möchte euch einige Fragen stellen, bevor ich euch beleidige. Ich verstehe euer Verlangen nach Aufklärung durch jemanden, dessen Vokabular sich vom Grunzen und Krächzen des allgemeinen Pöbels dieser Stadt so angenehm abhebt. Allerdings bin ich nicht in Stimmung für eine Konversation mit euch. Nicht solange mein Herz durch meine große Last bedrückt wird. Mein Gott, dann melde ich doch einfach mal bei Elite-Partner oder Parship an oder sowas. Elite-Partner wird auch passen. Singles und Akademiker mit Niveau, oder wie hieß das dann noch? Was ist das für eine Last? Das hat er uns schon erzählt, oder nicht? Ich bin in jenem. Doch leider finden Naja. sich. Soll ich ihm jetzt noch sagen, dass er ein aufgeblasener Esel ist? Ich weiß nicht, ob wir den noch brauchen. Ich gehe erstmal. Lebt wohl. Vielleicht sprechen wir uns wieder, falls euch das Blöken und Wiehern dieser Stalltiere ermüden sollte. Ja, gut. Ich drücke gerade nochmal eben auf F5. So viel, wie wir gequatscht haben. So, was ist das? Lass Zong in Ruhe. Zong, du kannst nicht für immer hier bleiben. Das hier ist nicht dein Zuhause. Du musst mit mir zurück auf den Hof.
Nein, Zong will nicht nach Hause. Zong will keine Rinder sehen. Es war nicht dein Fehler. Es war ein Unfall. Ich brauch dich auf dem Hof, also lass uns gehen, Zong. Nein, Zong in Ruhe lassen. Oder Zong böse werden und Sachen kaputt machen. Nein, bitte nicht, Zong. Ich werde einfach hier rübergehen und dich in Ruhe lassen. Was? Oh, hallo. Lasst euch durch Zong nicht stören. Er ist wirklich recht harmlos. Im Augenblick ist er nur ein wenig aus der Fassung. Wer seid ihr? Und wer ist Zong? Ich bin Dong Ping, Zongs Dienstherr. Zong arbeitet auf meinem Hof, aber neulich hat er aus Versehen eines meiner Rinder getötet. Und seither weigert er sich zurückzukommen. Einige der Gäste hier haben Angst wegen seiner Größe. Ich fürchte, dass die Besitzer die Sache auf ihre Weise regeln werden, wenn er nicht bald mit mir zurückkommt. Wenn er verletzt wird oder schlimmer, dann bin ich ruiniert. Ohne ihn kann ich den Hof nicht führen. Aber ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Er hört nicht auf mich. Keine Angst, ich werde mal mit ihm reden. Das würdet ihr? Aber seid gewarnt, Zong ist, naja, sehr willensstark und auch sehr kräftig. Ich bin für eure Hilfe dankbar, aber seid bitte vorsichtig. Zong, der Rinderstämmer, macht seinem Namen alle Ehre. Es würde mir sehr leid tun, wenn es wegen dieser Sache Verletzte geben würde. Redet sanft mit ihm und alles sollte gut werden. Dann quatschen wir doch mal mit dem Oger. Geh weg, Zong, nicht mit dir reden wollen. Hey, Zong. Du bist aber groß, was? Zong hat Rind getötet. Zong zu stark, zu grob zu Rind. Zong nicht wollte Rind wehtun. Zong nur spielen wollte. Jetzt Zong weinen wegen Rind. Erzähl mir doch mal genau, was passiert ist, Zong. Rind gerne mit Zong spielen. Rind gerne haben, wenn Zong sie in die Luft werfen und wieder auffangen. Zong nicht aufgepasst. Zong hat Rind auf Kopf gefallen lassen. Jetzt Rind tot. Rind war Freund von Zong. Zong hat Freund getötet und jetzt Zong ist böse. Das ist so ein bisschen gerade, als wenn man mit kleinen Kindern redet, habe ich so ein Gefühl. Aber Zong, wenn du nicht zurückkommst, wird dein Meister verhungern. Meister hat anderes Rind. Meister wird nicht verhungern. Meister besser dran sein ohne Zong. Intuitiv, jetzt müssen wir uns wieder also entscheiden. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder so diese Phase, wenn wir was Falsches auswählen, wird er uns wahrscheinlich angreifen. Und wenn wir das Richtige nehmen, dann wird er, werden wir wahrscheinlich die Quest abschließen können. Was haben wir denn hier so? Du bist nicht böse, du bist stark. Dong braucht deine Hilfe. Dong, Dong und Zong. Oh Mann. Oder Long Don. Ja, und so weiter. Kennt ihr schon. Du gehst jetzt sofort aus dem Hof zu. Ja, okay, gut. Ich glaube nicht, dass ich einen so großen Kerl hier einschüchtern kann. Möchte ich auch ehrlich gesagt gar nicht, weil ich bin eigentlich nicht der Typ, der allen Leuten immer droht und einschüchtern möchte. Gehen wir mal auf die Intuition. Die haben wir sowieso geskillt. Das andere Rind wird alleine sein, wenn du nicht zurückkommst. Zong ist einsam. Rind muss auch einsam sein. Vielleicht wird Rind Zong vergeben und wir wieder Freunde sein. Werde gehen und probieren. Du nett gewesen zu Zong. Zong dich mögen. Zong hoffen, du guten Tag haben. Habt vielen Dank. Ich wusste mir keinen Rat mehr. Ihr habt mir heute einen großen Dienst erwiesen. Komm, Zong, lass uns heimgehen. Zong kommt. Zong jetzt heimgehen. Danke, dass ihr mich von diesem Ding befreit habt. Es läuft auch ohne den Oger, der mir die Gäste verscheucht, schon schlecht genug. Da habt ihr ein kleines Dankeschön. Nicht viel, aber mehr kann ich mir momentan nicht leisten.
Och, haben wir einfach mal 300 Silber bekommen, dafür, dass wir ein bisschen mit diesem Oger gesprochen haben. Auch nicht schlecht. So, ich glaube, wir sind jetzt fast durch. Da hinten steht ein alter Mann, Yushan der Freundliche. Was könnt ihr einen alten Mann nicht einfach in Frieden lassen? Ich dachte, du bist der Freundliche. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin niemand Wichtiges. Überhaupt niemand. Und ich habe euch nichts zu sagen. Jetzt ist gerade die Kamera abgeschmiert. Gut, ich bin sowieso gerade ausgeblendet. Ja, muss man gerade gucken, dass ich hier die Kamera wieder ans Laufen kriege. Ich mache für das Gespräch aber gerade nochmal eben zu Ende und werde das dann wieder probieren, weil ja, ich die Hoffnung habe, dass das dann vielleicht wieder funktioniert. Auf der anderen Seite muss ich es jetzt sogar mal eben. Ich probiere es gerade mal eben. Moment. Wahrscheinlich werde ich jetzt gleich wieder hier weg sein. Ach komm, wir machen eben das Gespräch zu Ende. Es tut mir leid. Bedauern zählt nicht viel. Mit Bedauern können wir unsere Fehler nicht rückgängig machen. Es ändert die Vergangenheit nicht mehr. Wovon redet ihr? Von nichts. Es ist nicht wichtig. Nicht mehr. Lasst mich einfach in Ruhe. Okay, der, Kerl, der, ja, den werden wir bestimmt nochmal, wieder auf die Füße treten müssen. Okay, ich speichere gerade mal eben, weil ich gerade immer noch ausgeblendet bin und versuche dann gerade mal eben die Kamera zu reparieren. Also, wir sehen uns sofort. So, da sind wir auch wieder zurück zu Yada Empire. Tut mir leid für die kleinen technischen Probleme. Ja, wir sind gleich mit dem Gasthaus durch. Chai Jin haben wir noch hier. Wo sonst jetzt noch, Goboko? Erzählt mir doch einfach mal, wer ihr seid. Wo kuket ita sumpono, su kokot awokatia, wo no fatasia. Ni wupa ea kupu sa ea awot kraka ea nano uksaro iso waknikano wo na piat shatia uko. Piat shatia kraka ea nano uksaro wo no fatasia. Okay, und warum schätzen die Leute eure Gerichte nicht? Ika kahia wo no kakiya ia wo shathia oko uki ia aya yuye wai. Woso awi ia ni tu wo uksum puno. Gebratenes Rinderherz? Sortiert in Leopardengalle. Affen hier in einen Topf. Das wird ja immer schöner. Was rafno so sieht du noch oder napier ifarie ok? Ich probiere eure Speisen, absolut. Ich habe keine Ahnung, was da klingt interessant. Klingt interessant, aber ich glaube, ich muss jetzt weiter. Wo kuket ita sumpono? Sathwa kabe ihr ifiak? Das werde ich. Ich überlege gerade, ich gucke gerade nochmal, was es hier sonst noch gibt. Dann würde ich sagen, die Framerate macht gerade ein bisschen schlapp. Das sind alles nur Seemänner hier. Ah, okay, wir sind ja schon durch. Dann, gut, dann probieren wir gerade nochmal die Speisen von dem Guten. Und wenn wir das getan haben, dann lösen wir das mit dem Meister Dutong gleich noch. Dann haben wir, glaube ich, das Tier auch soweit fertig. Na gut, bis auf diesen Philosophen dort und den alten Mann, der gar nicht so freundlich ist, wie er heißt. Wo sonst jetzt noch, Goboko? Ja, ich würde gerne davon probieren. Gut, kosi wiwa ja, wo nova ja, ifo wiwa oka wiki no. Wo nova ja, susatia, sonsi fania, sonsi ifo. 300 Silber, wenn wir das alles packen. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwo auf unsere Statuswerte geht. 300 Silber haben wir ja gerade bekommen, dadurch, dass wir den Oger hier weggeschickt haben.
Na gut, komm, wir probieren's. Abgemacht. Hier sind eure 300 Silber. Niwupa er kupusa er erworth kraka er nano uxaro iso waknikano wo napier shatia uko. Wonova er sususatia sonsi fonia sonsi ifo. Oh Mann, ey. Gut. Womit fangen wir denn mal an? Ach komm, seltsam, dass es meine Seele belasten soll, aber das Heimilzsüppchen klingt köstlich. Wo gucke ich das im Porno? Sagt, wo habe ich eher Ifiak? Pia Shatia Kraka eher Nano Uxaro, wo noch was Noko wo Ifawea ok. Kun ohne Wipifia. Ja, also wir hatten gerade zur Vorspeise so ein schönes Süppchen. Jetzt kommt ja bekanntlich die Hauptmahlzeit. Mein Körper wird mit der Hirschkeule schon fertig. Das klingt ja vergleichsweise noch Hirschkeule an Braunkäfermus. Naja, oh gut, okay. Gib mir etwas davon. Awoth utkur wo kokopia kawa ya ewo. Wasafno sositu no ko ota napia ifaria ok. Wo kuketita sumpono su kokot awokatia wo no fataseya. Oh Mann, ey, das ist so eklig. Also allein darauf zu kommen, daraus was zu essen zu machen, das ist schon eine Kunst. Geist hatten wir schon, Seele hatten wir und den Körper. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt nochmal den Geist, weil wir ja doch recht ausgewogen sind. Na, ich bin sicher, mein Geist kann so etwas vertragen. Eine von diesen Stachelschweinblasen wird schon nicht schaden. Sache noch ein bisschen spannender machen. Tofareya wo wo saia wo kokoko pikita wo saia sawa fonia ok. Erzählt mir vielleicht noch ein wenig mehr, das könnte mich interessieren. Okniko fia apania sosa tatasi noni nono yok yo wea sonsi ya wo yo wea. Pierschat uk ni uksa ea sun puno kahun wo usheshia uksa hier kaf. Nochmal 300 Silber, habe ich überhaupt so viel Geld? Wo kuketita sun puno, su kokot awokatia wo nofatasia. Na komm, no risk, no fun. Hier sind weitere 300 Silber, ich werde es versuchen. Ja, ja. Wow, wow, ja. Kukwania, sinja, ja, ja. Ika kahia wo no kahia ja, wo shathia oko uki ja, aya yuye wai. Ni wo sosawa ja wak, tasi no ni nano yota napia ifa ja ok. Der kommt uns immer so nahe, das ist ja, wird man ja paranoid bei. Nein, wir lügen doch nicht. Es hat jeden Aspekt meines Wesens geschwächt. Das ist gefährliches Zeug. Noko wo ifawea ok. Kun one wipifia. Woso awea ni tu wo uksumpuno. Utatsa ya okayowea fonia sisa ya trusta pafawe ya towea. Hat mich ratzekal gefressen. Hier halte die Bronzezunge. So. Ja, ist doch auch nicht schlecht. Was kann denn diese Bronzezunge überhaupt? Schmeicheln plus 4, Einschüchterung plus 4, Intuition plus 4. Nicht schlecht. Bei Zauberkünstlern und Scharlatanen ist dieses Juwel beliebt, weil es den Anwendern eine Zungenfertigkeit verleiht, mit der er jemanden sein letztes Hemd für eine Almose abschwatzen könnte.
Der Träger des Juwels vermag in jeder Rolle leicht die richtigen Worte zu finden. Besonders fähige Personen durchschauen die beeinflussende Magie des Juwels jedoch. Was haben wir denn noch? Einschüchterung plus 5 und Intuition 2. Ach komm, Intuition habe ich ja hier auch mit nun plus 4. Dann nehmen wir das doch mal weg und die Bronzezunge dafür rein. Dann haben wir jetzt in Summe ja Intuition plus 9 sogar schon. Hier sehen wir es nochmal gerade. Schmeicheln 18, Intuition 22, Einschüchterung sogar auf 23. Warum haben wir denn Einschüchterung so hoch? Wir haben das Glück des Spiels plus 5. 4, Einschüchterung plus 5, okay. Komisch. Dann scheinen wir wohl irgendwie, mal Einschüchterung bekommen zu haben mit plus 1. Also, wir haben das generell als Grundwert, ich weiß es nicht. So, dann machen wir jetzt gerade nochmal eben schnell die Quests mit den, mit dem Meister Dutong. Vorher aber nochmal eben einen Druck auf F5, um das Spiel zu speichern. Und dann, auf geht's. Ihr solltet mit Dutong sprechen. Schaut, ob ihr ihn zu dem Geständnis bewegen könnt, dass er die alte Mutter Quan um dieses Teehaus betrogen hat. Schicken wir Dutong etwas zu trinken. Kein Problem, wir haben hier zwei Sorten. Bauernwein und alten kaiserlichen Weinbrand. Der Bauernwein ist nicht besonders gehaltvoll, aber Dutong trinkt ihn meistens. Der alte kaiserliche Weinbrand steigt viel schneller zu Kopf. Eine Schale davon entspricht etwa 3 Schalen Bauernwein. Und wenn Dutong zu betrunken sein sollte, habe ich den Ausnüchterungssud, den wieder nüchtern macht. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Also, es gibt 3 Phasen. Die zweite beginnt ab der 7. Schale und die dritte ab der 9. Schale. Eine Schale, dafür spreche ich etwa 3 Schalen Bauernwein. Okay. In der ersten Phase können wir ihn ja noch nicht zu einem Geständnis bewegen. In der zweiten ist er ja so auf Midlife Crisis und in der dritten ist er paranoid. Vielleicht kann er uns, wenn er dann ja am Rumheulen ist, vielleicht etwas Genaueres sagen. Probieren wir das einfach mal. Könnte ich mir auch vorstellen, weil zwischen der zweiten und dritten Phase relativ wenig zwischenliegt. Dann brauchen wir also 6 Schalen, wenn wir 2 Schalen Weinbrand nehmen und 1 Schale Bauernwein. Gut, dann probieren wir das nochmal. Gebt Meister Dutong vom alten kaiserlichen Weinbrand. Eine Schale für Meister Dutong, kommt sofort. Kann ich noch etwas für euch tun? Hey, komm, nochmal kaiserlicher Weinbrand. Eine Schale für Meister Dutong, kommt sofort. Kann ich noch etwas für euch tun? Und ein bisschen Bauernwein. Eine Schale für Meister Dutong, kommt sofort. Kann ich noch etwas für euch tun? Mein Gott, ist der am Straucheln. Ich bin in Kürze zurück. Gut, gut. Geht und sprecht mit Dutong. Wenn er noch nicht betrunken genug oder schon zu betrunken ist, kommt wieder zu mir und ich mische ihm noch etwas. Wir werden schon dafür sorgen, dass er zugibt, was für ein Schwindler und Halunke er ist. Dann übernimmt wieder die alte Mutter Quan und ich brauche keine schlechten Ratschläge mehr zu geben. So, dann quatschen wir ihn gerade mal an. Also, lange Fahne, Dutong. Wie war das noch gleich mit der Verfügung? Was wollt ihr? Euch über mich lustig machen? Über das Unglück lachen, das lange Fahne Dutong im ganzen Leben auf Schritt und Tritt folgt? Lasst uns über die Verfügung sprechen, die ihr Mutter Quan gezeigt habt. Nein, nicht die Verfügung. Lasst uns nicht darüber sprechen. Das ist mein schändliches Geheimnis. Schon der Gedanke an diese Verfügung treibt mir Tränen in die Augen. Das zerrt an meiner armen, elenden Seele. Was hat der eigentlich gerade mit seinem Finger gemacht? Der war so ganz komisch krumm, als wenn er gebrochen wäre. Schmeicheln, Intuition, Einschüchterung. Wollen wir wieder auf Intuition gehen? Vielleicht würden wir besser fühlen, wenn er mir davon erzählt. Oder Einschüchterung. Ich weiß nicht, ob der sich unbedingt einschüchtern lässt. Ich probiere mal die gute alte Intuition. Vielleicht würdet ihr euch besser fühlen, wenn ihr mir davon erzählt.
Ja, das sollte ich machen. Meine Sünden beichten. Dann fühle ich mich besser. Oh, ich bin ein verachtenswerter Mann. Ein schlechter, schlechter Mensch. Die Verfügung, sie ist nicht echt. Eine Fälschung. Ich habe mir das alles ausgedacht. Boss, was sagt ihr da? Ich sollte euch lieber ausnüchtern. Ich hasse diesen Ausnüchterungssud. Das Zeug schmeckt wie Erbrochenes, das mit Ziegenhaar gekocht und mit einer Prise Pferdedung garniert wurde. Und jetzt überkommen mich ganz seltsame Erinnerungen, als hätte ich... Oh nein... Habe ich euch etwas gesagt, Fremder? Etwas über, ich weiß nicht, eine kaiserliche Verfügung vielleicht? Ja, ihr habt mir gesagt, dass es eine Fälschung ist. Was? Nein, so etwas habe ich nie gesagt. Ich habe gehört, was ihr gesagt habt, du Tong. Ich wusste, dass ihr Mutter Quan um das Haus betrogen habt. Und jetzt haben wir den Beweis. Ihr kommt nicht mehr aus dieser Sache raus. Ah, ich sehe, worauf ihr aus seid. Oh ja, lange Fahne Dutong ist nicht erst gestern auf die Welt gekommen. Oder vorgestern. Wir sprechen also die Sprache der Geschäfte. Ich werde euch einen Haufen Silber geben, damit ihr dieses kleine Geheimnis für euch behaltet. Viel Silber für euch beide, wenn ihr Stillschweigen über die Sache bewahrt. Ich weiß nicht, Dutong. Ich könnte das Silber wirklich gebrauchen, aber Mutter Quan ist so eine nette alte Dame. Ich bin mir nicht sicher, was ich machen soll. Ach, der lässt sich doch hier einlullen. Nein, also tut mir leid. Ich bin dafür einfach zu nett, als dass ich da jetzt mich auf so ein Silber hinabreißen lasse. Ihr widert mich an, Dutong. Wir werden Mutter Quan nicht einfach so ausboten. Genau, natürlich. Was habe ich mir nur gedacht? Die alte Mutter Quan ist eine gute Frau. Sie verdient es, ihr Teehaus zurückzubekommen. Boss? Die Leute werden nicht gut auf uns zu sprechen sein, wenn sie herausfinden, was ihr getan habt. Vielleicht sollten wir von hier verschwinden. Das ist euer vernünftigster Vorschlag, seit ich euch eingestellt habe. Gehen wir! Gut gemacht. Ich freue mich darauf, dass die alte Mutter wieder den Laden führt. Ihr solltet Mutter Quan sagen, dass sie ihr Teehaus zurück hat. Jetzt wird alles wieder so, wie es war. Aber natürlich sagen wir der guten Dame Bescheid. Hey, Oma Quan! Schön, euch wiederzusehen, Schätzchen. Ich hoffe, ihr habt eine nette Zeit hier in meinem... Ich meine, in Meister Dutongs Teehaus. Vermisst ihr es, das Teehaus zu führen? Oh, aber natürlich, Schätzchen. Es war das Einzige, was ich je hatte. Ich habe keine eigenen Kinder. Doch jetzt ist es Meister Dutongs Teehaus. Über eine kaiserliche Verfügung lässt sich nicht streiten, wisst ihr? Tja, aber was ist denn, wenn diese Verfügung eine Fälschung gewesen ist, wie sie es denn auch war? Eine Fälschung? Seid ihr sicher? Dutong hat gestanden, das Teehaus gehört wieder euch. Dieser Ganove! Kein Wunder, dass er so schnell von hier verschwunden ist. Eine alte Frau, um ihren hart erarbeiteten Lebensunterhalt zu betrügen. So etwas Unerhörtes! Leute, hört mal her! Meister Dutong ist fort! Für immer! Und dank dieses tapferen jungen Mannes hier gehört das Teehaus wieder mir. Ein Hoch auf Mutter Quan, ihr Teehaus ist wieder im Geschäft. Ihr habt mir das Einzige zurückgegeben, woran mir etwas liegt. Und ihr habt auch dieser Stadt einen Dienst erwiesen. Ich werde diesen Ort wieder zu einem angesehenen und gepflegten Teehaus machen. Ich könnte wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen Geld aus dir rausdrücken, aber nicht der Rede wert. Ich habe gerne geholfen. Ich habe nicht viel.
Die einzige Belohnung, die ich euch anbieten kann, ist mein bescheidener Dank. Das und das Versprechen, dass ihr immer hier bei der alten Mutter Kwan willkommen sein werdet. Ach ja. Also eins muss man sagen, wenn man natürlich das bösen Weg, sage ich jetzt mal, einschlägt, hat man nie Geldmangel wahrscheinlich in diesem Spiel. Haben wieder neue Tagebucheinträge, wahrscheinlich einfach nur die Quests, die wir abgeschlossen haben. Okay. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle unterbrechen wir die oder brechen wir die Aufnahme für heute dann einmal ab. Wir machen in der nächsten Aufnahmesession dann weiter. Das Theos haben wir jetzt abgeschlossen und dann erkunden wir Mathiens Anleger. Mal schauen, was uns dort alles noch erwarten wird. Also bleibt dran, wir sehen uns, macht es gut, bis dahin, auf Wiedersehen.